Herzlich willkommen und grüß Gott, du Spielkind. Ja, wir haben mal wieder im Koop einen ziemlich kranken Scheiß gemacht und wir wollten wissen, wer ist eigentlich der Stärkste, was ist der Stärkste? Und wir sind auf ziemlich erschreckende Erkenntnisse gekommen. Wie viele Paragons kann man eigentlich gleichzeitig bauen und wie weit kommt man in so einem Gameplay circa? Also die Ergebnisse waren echt erstaunlich und erschreckend und ohne zu viel zu spoilern, unsere drei Superstarken sind eigentlich gar nicht so super stark. Aber wir schauen uns das mal an. Vorab ein dickes Dankeschön an unsere Mitspieler hier, an Simon Expert Gamer, unseren Ricardio alias Darrett und Mr. Galaxy, ohne die dieses total kranke Game überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Wenn ihr mal mit mir zusammenspielen wollt im Koop, ich habe nämlich noch ein paar echt verrückte Ideen, wie wir das Ganze hier auf die Spitze treiben können, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und ein Abo und schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Oder kontaktiert mich auf Discord, so dass wir gemeinsam was auf die Beine stellen können. So, jetzt zum eigentlichen Gameplay. Anfänglich noch ein Hinweis. Mit dem Update 27 gab es eine Änderung. Und zwar kann man im Koop-Game einem Spiel wieder beitreten, nachdem man rausgeflogen ist. Manchmal passiert das, wenn du auf dem Handy spielst, dann verlierst du die Verbindung. Das ist ziemlich nervig. Aber du kannst dem dann wieder beitreten. Das ist ganz cool. Jedoch, wenn das nicht klappen sollte aus irgendwelchen Gründen, dann muss der Host, der Administrator, dich rausschmeißen. Das heißt, der das Spiel gestartet hat, muss dich dann rauswerfen an der Stelle. Ansonsten wird sein Platz nicht freigeschaltet. Das ist ein ziemlicher Oberkäsemist. Ja, dann verlierst du nämlich bei einem Vierer-Game ein Viertel deiner Karte zum Bauen und du brauchst ja reichlich Geld zum Harvesten hier. Und wenn du das nicht hast, dann hast du ein Problem. Aber sei es drum, jetzt zur eigentlichen Fragestellung. Wer ist stärker? Ist es unser Apex Plasma Master? Oder unser neuer Boomerang-Heini? Oder gar unser Sun God? Welcher ist wohl der Stärkste? Und ich kann euch gleich sagen, das Ergebnis hat mich echt erstaunt überrascht. Aber wie ihr seht, wir mussten erstmal reichlich Kohle machen. Überlegt mal, wenn ihr den Vengeful Sun God bauen wollt, also den 555er Super Monkey, dann braucht ihr 1,5 Millionen Affenkohle, okay? Und ihr braucht auch rund eine 500.000 für den Apex Plasma Master und nochmal 400.000, nochmal rund 600.000 Schleifen für den Glaive Dominius. Das heißt, ihr braucht rund 2,6 Millionen Affengeld. Aber da wir gesagt haben, wir wollen ganz gerne den Apex Plasma Master extrem stark machen, dafür haben wir dann gesagt, wir brauchen mindestens 8 Crossbow Masters. Also rund 3 Millionen Affentaler haben wir für die ganze Geschichte gebraucht. Aber unsere Freunde waren echt fleißig hier. Wir haben die Kohle gut zusammengekriegt. Und dann springen wir jetzt mal ein bisschen nach vorne. Wie ihr seht, wir sind jetzt rund 120 Runden weiter. Es wurde ein Apex gebaut, es wurde ein Dominius gebaut. Wir haben so circa alle, ja, eigentlich fast alle Türme einmal in Tier 5 auf dem Bildschirm gesetzt, weil die Kohle ist weiter gewachsen. Und wir haben natürlich Wetten abgeschlossen im Spiel, wie weit wir kommen können. Und interessant war, dass die Runde 180 gefallen ist in der Wette. Ich glaube, das war unser Ricardo gewesen aus den USA, der das sagte. Wir haben Wetten gehört bis Runde 200 von Chat-Teilnehmern. Übrigens, ihr könnt auch dabei sein, deswegen subscribe und gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn wir das nächste Mal live gehen oder du mit mir live spielen magst, dann schreib es mir in die Kommentare oder kontaktiere mich einfach per Discord. So, dann war Mr. Galaxy, sagte, was war das? 276. Und ich war, glaube ich, bei 270 oder 80, habe ich gesagt, dass das funktionieren müsste, wenn wir echt das Ganze auf die Beine kriegen. Eine Einstiegsfrage war auch noch gewesen, kann man mehrere Apex Plasma Masters bauen oder gar den Dominion Lord? Und die Antwort ist nein. Es kann jeweils nur ein Spieler einen dieser Tier 6 Towers bemerken. Das ist kein 555 Towers, wie viele immer behaupten. Das ist ein Tier 600 Tower. Sowohl der Glaive Dominius als auch der Apex Plasma Master. So. Genauso wie mit dem Vengeful Tower, ja, den ihr da seht, da mache ich nochmal ein spezielles Video zu, weil ich gemerkt habe, dass viele von euch den nicht so hinbekommen, gerade jetzt bei unserem Blunarius-Event, beim Elite-Event ist der essentiell,
mit seiner unglaublichen Feuerkraft dort. Und oft klappt das nicht. Und das hat einen interessanten Hintergrund. Und den erkläre ich euch in einem anderen Video. Das spoilere ich jetzt noch nicht. Ich will das auch nicht zu lang werden lassen. So, wir haben das ganze Spiel laufen lassen und laufen lassen. Ich glaube, es ging über 2,5 Stunden. Und wir wollten natürlich wissen, wie weit kommen wir jetzt mit dieser Konstellation? Das heißt, wie viele Runden können wir hier gemeinsam bieten? Und B, wer ist eigentlich der Stärkste von unseren dreien? Und das Ergebnis war wirklich verwunderlich erstaunend für mich. Ich bin ein Tier 15 Veteran. Ich spiele belohnt seit Jahrzehnten gefühlt, also mit den vorherigen Versionen. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, es gibt immer wieder Veränderungen im Hintergrund mit den Updates, was die Stärke anbelangt, der Türme und der Kosten. Aber dass es darauf hinausläuft, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich wusste zwar, dass dieser Turm stark ist, aber dass er so überragend stark ist, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt nochmal euer Tipp. Was glaubt ihr? Ist es unser Apex Plasma Master, unser Glaive Dominius oder gar unser Vengeful Sun God, der mit 1,5 Millionen die höchsten Kosten darstellt? Jetzt nochmal eure Tipps. Wir warten nochmal 1, 2, 3. Und springen wieder ein bisschen vor. Ich muss dazu noch Folgendes anmerken. Unser Apex Plasma Master haben wir in Stufe 67 gebracht. Und unseren Dominius haben wir auf Stufe, ich glaube, 68 gebracht, 65. Also da geht bestimmt noch mehr nach oben an der Stelle. Ihr seht die Pops von unserem Super Monkey, unserem Vengeful Tower lagen schon bei über 17 Millionen bei Runde 240. Wie gesagt, mein Tipp war gewesen 270, das war schon mal. Aber es läuft noch ein bisschen. Ihr seht, wir haben unten alle Möglichkeiten an Super Bowers. Ja genau, der Paragon vom Dings war 77 gewesen und 76 sogar von unserem Boomerang Monkey. Das war schon ganz gut. Aber die Zahlen steigen. Wir haben hier 180 Millionen zu 130 Millionen. Wir haben einen Helipio drin, wir haben einen Druiden drin. Wir haben eigentlich alles drin. Und ich bin permanent noch am Overclocken mit unserem Ingenieur, weil dachte ich, das muss auch noch rein. Interessant ist, dass du die Paragons nicht overclocken kannst. Ja? Also die Paragon-Monkeys, die stehen für sich alleine. Da hat der Alchemist keine Einwirkung drauf. Auch die Affenfarm hat keinen Einfluss drauf. Nichts. Die sind like no man is an island. Die stehen komplett für sich alleine da. Aber unseren Vengeful Sun God Tempel und alle anderen Tier 5 Towers konnten wir overclocken. Und ihr seht, das habe ich gemacht. Das war total verrückt. Und es lief das Spiel. Haben wir ein bisschen Nerdwissen im Hintergrund. Also ich bin froh, dass der Computer nicht zusammengebrochen ist mit der Internetverbindung. Wir haben immer wieder Gewitter hier bei uns in der Gegend in Österreich auf den Bergen. Hier im Sommer, während wir Brezen essen und Balloons auf den Bergen spielen. Diese Videodatei von rund 2,5 Stunden hat zum Schluss knapp 100 Gigabyte, ein bisschen mehr als 100, ich glaube 110 Gigabyte. Also eine total verrückte Sache. So, Runde 248 läuft. Manchmal war es ein bisschen stockig zwischendurch. Ich vermute mal wegen dem Gewitter an dem Tag und der Internetverbindung. Aber ihr seht, es ist ein totaler kranker Scheiß. Es passiert so viel. Und habt ihr die Phönix da oben gerade gesehen? Selbst die Phönix kann man mittlerweile auswählen, um sie zu overclocken. Aber es lief bis Runde 249. Dann war Schluss mit lustig. Dann ist irgendwas durchmarschiert. Also es war total verrückt im Hintergrund. Und ihr seht jetzt, unsere Freunde waren fleißig dabei. Und was total verrückt ist, total verrückt, wenn ihr euch das anschaut, wer der Allerstärkste ist. Und zwar zweimal vom Player One. Ganz unten seht ihr das, den Monkey Star. Das ist unser Ballonmeister-Alchemist. Und zwar zweimal. Schaut euch das an. Ja. Unser Apex Plasma Master war stark mit rund 67 Millionen, wenn ihr euch Player 3 anguckt, ja. 67 Millionen Pops, a Hammer, ja. Aber die beiden Ballonmeister-Alchemisten, die haben 285 Millionen Pops zu 343 Millionen, fast 44 Millionen Pops. Also weit über dem Fünffachen dessen, was zum Beispiel unser Apex Plasma Master hier auf die Beine gestellt hat. Jetzt schauen wir uns das im Detail noch mal kurz an. Ich habe uns dann nach diesem grandiosen Verlust für 600 Affengeld noch mal rausgekauft, um zu sehen, wie viele Pops jetzt im Detail sind. Und unser Vengeful Sun God, also ein 555er Sun God, ihr seht, der hat 227 Millionen Pops. Ja, der Paragon, der Apex Plasma Master, hat 117 Millionen
Pops auf Stufe 77. Unser Glaive Dominius hat 156 Millionen Pops. Ja, Wahnsinn, wie viele Ballons da zusammenkommen. Ja, da haben wir noch einen generellen Sonnengott auch noch mal eben gebaut. Der hat ja dann auch schlappe 56 Millionen gehabt. Interessant, Legend of the Night ziemlich schwach mit nur 60 Millionen. Ebenso unser Antiballonius mit nur 9,5. Also die hätte ich jetzt stärker eingeschätzt an der Stelle. Und wenn wir jetzt noch mal ganz genau reingucken, boah, das war laggy. So viele Flugzeuge und so weiter. Unser Matt ist auch extrem stark. Schaut euch das an, 61 Millionen Pops hat der. Und unser Ballon-Alchemist, schaut euch das an, der 285 Millionen Pops, der im Hintergrund. Und der vorne, der besser gestellt war, der hat 344 Millionen Pops. Ey, wer hätte das gedacht? Alchemisten sind die stärksten. Nix irgendwelche Paragons hier oder True Sun Gods für eine halbe Million oder anderthalb Millionen. Nee, das ist ein schlapper Balloon Meister Alchemist. Er ist der allerstärkste und der kostet im Vergleich 50.000. Hä? Hättet ihr das gedacht? Dass er, ja gut, er hat so viele Pops, weil er natürlich die ganzen Ballons mit seiner Super Potion am Shrinken ist und dadurch alle Pops reingesteckt kriegt. Aber wenn du das hinstellst, das ist unglaublich. Er ist stärker als alles, was das neue Update 27 hier zu liefern hat. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Wollt ihr mit mir Koop oder gemeinsam spielen, kontaktiert mich auf Social Media. Dann machen wir mal was ganz Verrücktes. Ich habe nämlich noch so ein paar Ideen, was man hier schon machen könnte. Und bis dahin sage ich vielen Dank und grüß Gott aus Österreich. Ciao.